Moin Moin Gittester und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explained. Heute beschäftigen wir uns mit einer sehr, sehr, ja, ich sag mal, renommierten Traditionsmarke. Ihr seht schon hier die Marke Puma. 251 Jahre alt. Ich glaube, jeder Jäger von uns hat einmal ein Messer auf der Jagd dabei. Und welche Arten von Messer es gibt und welche man immer dabei haben sollte, besonders auf welcher, in welcher Situation, das seht ihr nach dem Intro. Ich habe hier ein ganz besonderes Exemplar, das ist die Puma Saufeder nach Oberforstmeister Frilbert. Sie kommt mit einer wunderbaren Lederscheide mit Schwarzwildschwarze oben drauf. Sie ist komplett mit Leder umzogen, so dass ich einen guten Griff auf der Jagd habe und der Stab ist aus Eschenholz. Ja, ein sehr, sehr schönes Exemplar. Für die Jagd schon fast zu schade. Und genau aus dem Grund möchte ich euch jetzt nochmal die Saufeder speziell für die Jagd vorstellen. Die habe ich hier hinter mir. Die haben wir hier. Das ist die Puma IP Lancer. Die Puma IP Lancer hat eine etwas kürzere Klinge von nur knapp 22 cm. Sie kommt auch mit einer Lederscheide. Ja, standardmäßig. Ich schmeiße mal hier hin. Und der große Vorteil ist, dass ich bei der IP Lancer hier meine Klinge abschrauben kann, ja, und mit zusammen mit der Scheide natürlich auch am Gürtel tragen kann. Das heißt, wenn ich auf der Jagd durchgehe oder ich bin Meuteführer, Nachsuchenführer, wie auch immer, habe ich hier einen schönen Treiberstock oder generellen Stock, um mich da auch letztendlich bemerkbar zu machen oder irgendwo abstützen zu können. Oder wenn ich Wild abfangen möchte aus sicherer Distanz, da kann ich einfach die Klinge vorne draufschrauben und habe hier die entsprechende Saufeder bzw. die Lanze, um das Wild aus sicherer Distanz zu erlösen. Die Klinge ist beidseitig geschliffen. Sie hat eine Blut- oder bzw. Schweißrinne, mit der ich das Stück lüften kann. Die Parierstange ist aus Edelstahl und der Griff ist aus leichtem Aluminium. In Summe ist es eine sehr solide Konstruktion, die auf jeden Fall sehr praktisch auf der Jagd einsetzbar ist. Für wen ist die Saufeder das richtige Produkt? Für jeden, der bei der Drückjagd durchgeht, für den Hundeführer, für den Meuteführer, jeder, der irgendwie aus einer sicheren Distanz ein Stück erlösen möchte. Preislich liegt die Puma IP Lancer bei 290 Euro im UVP. Ja, und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut unten in der Beschreibung auf den Link. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt oder was ihr gerne noch sehen möchtet. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch jederzeit, allzeit guten Anblick und viel weit mein Heil. Bis zum nächsten Video.